Hallo, jetzt kommen wir auf den Veloce-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 22. Wir sind am 25. Spieltag, das heißt, es sind nur noch 9 Spiele, dann ist die Saison vorbei. Wir sind 4 Pünktchen hinter den Hamburger SV, dem wir absolut natürlich am Jagen sind. Der Aufstieg, der kann uns eigentlich kaum noch genommen werden, wenn ich ehrlich bin. 8 Punkte sind wir vor Nürnberg, wir müssten echt schon einen richtigen Negativlauf haben. Müssen wir gegen Nürnberg noch spielen? Ja, tatsächlich, am vorletzten Spieltag. Also sollten wir irgendwie nochmal in die Bredouille kommen, könnte man das Ganze im direkten Duell sogar nochmal klären. Denke aber nicht, dass es passieren wird. Ich würde sagen, wir gehen auch rein direkt ins Duell gegen Aue. Gucken wir jetzt auf die Aufstellung von Werder Bremen im 5-2-3-System. Das Standardsystem bei Werder Bremen mit Hutter im Tor. Dann Leitsch, Veljkovic, Ampadu, Da Costa, Günther, Vassiliadis, Sessa, Knauf, Romano Schmid und Nestorowski, der ja zuletzt auch mal treffen konnte, sein erstes Tor in 4 Spielen gemacht hat. Hier muss man natürlich aus Bremer Sicht hoffen, dass er noch mal so, dass er auch wirklich so ein bisschen Lauf kriegt, dass er wirklich noch mal zeigt, yo, ich bin der Nestorowski, der man bei Udi echt eine gute Phase hatte, somit der dann auch eben wertvoll sein kann hier für die Rückrunde. Klevin im Tor bei Aue, die spielen hier mit einer Dreierkette im 3-4-1-2-System. In der Dreierkette dann Barilla, Feriani, Kakutalua, Hache, Novak, Sirić, Hochscheid, Moncey im Mittelfeld und Ajensa und Zulinski im Sturm bei im Erzgebirge Aue. Auf Nestorowski den Ball gespielt. Der spielt ihn hier auf Vassiliadis. Leitsch läuft wieder mit. Der macht das richtig gut. Leitsch lupft den darüber. Aber da kam der Knauf nicht ran. Vassiliadis wollte irgendwas Interessantes probieren. Aber man muss echt sagen, dass diese Vorstöße, die Leitsch in den letzten Spielen gemacht hat, immer brandgefährlich sind. Das erinnert doch sehr stark an Lucio, muss ich sagen. Und in der Rolle ist er momentan echt Gold wert. Über links, doch ins Zentrum direkt, Agnesa. Und Novak, was hier, das war da aber dran, deswegen hat er den nach hinten gespielt. Und jetzt hier die Schusschance eventuell, Zulinski, ne, Da Costa war da. Hat den gut abgefangen. Jetzt Leitsch. Günther, Leitsch scheint wieder nach vorne zu stoßen. Hier ist er am Ball, spielt den auf Nestorowski. Knauf läuft, aber der war kein guter, das wäre kein gutes Anspiel gewesen. Romano Schmid, Nestorowski, Leitsch hier als zusätzliche Option. Romano Schmid, na, das ist nicht gut ausgespielt. Trotzdem ist diese Option Leitsch wirklich, das ist vielversprechend, weil du trotzdem 4 Innenverteidiger immer noch hinten hast. Und jetzt hier wieder Werder Bremen. Nestorowski mit dem Lupfer, Knauf kam da nicht ran. Nestorowski aus der Drehung, aber der Ball war dann doch relativ ungefährlich. Und jetzt hier Da Costa. Da Costa spielt den Pass auf Knauf, der war überragend. Knauf, Nestorowskis Ball ging nicht rein, weil da der Abwehrspieler dazwischen stand, aber das wäre auch bitter für Aue gewesen. Oh, was machen sie da? Das Pressing von Werder Bremen ist sehr effektiv, hier der Schuss wieder abgeblockt. Also sie stehen da sehr gut, was das Abblocken der Schüsse angeht. Oh, jetzt ist hier mal Platz. Novak. Novak. Ja, Veljkovic will da nicht rausrücken, will lieber das Zentrum sichern. Und am Ende Hutter etwas gefährlich. Jetzt hier Da Costa auf Vassiliadis. Eventuell geht es dann wieder in die andere Richtung. Vassiliadis hat die Übersicht für Knauf. Und der hat hier jetzt richtig das Tempo. Knauf. Knauf, oh, kommt da nicht durch im 1 gegen 1. Bitter. Da war so viel mehr drin. Da war so viel mehr drin. Jetzt vielleicht wieder Aue. Es geht hin und her. In diesem Spiel geht es hier gerade in dieser Phase extrem hin und her. Jetzt bremsen sie ein bisschen ab, aber dann ist auch Veljkovic da zum Klären. Nestorowski, ja, Romano Schmid, Vassiliadis hier auf Romano Schmid. Jetzt hier Leitsch. Vassiliadis, Nestorowski mit dem Lupfer auf Leitsch. Den macht er leider nicht rein. Aber der macht das immer wieder super, wie er sich in die Angriffe mit einschaltet. Und das ist sehr gefährlich, was Aue hier versucht. Aber es geht erstmal gut. Aber sie gehen hier durchaus so ein gewisses Risiko ein, muss man sagen. Was nicht nötig ist. Aber sie lösen es gut. Das muss man ihnen dann auch lassen. Jetzt war aber doch was hier. Ja, das ist da. Und jetzt ist Leitsch noch hier vorne. Leitsch, und der hat eben die Geschwindigkeit. Deswegen kann er auch immer so gut mit nach vorne stoßen. Leitsch wollte es da selber versuchen. Vielleicht etwas sehr eigensinnig. Jetzt könnte er hinten fehlen, aber da sind dann halt immer noch 4 Mann. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn auch ein Leitsch mal nach vorne stößt. Das ist eine taktische Neuheit im Spiel von Werder Bremen. Was hat Aue jetzt hier nochmal vor? Agnesa. Da Costa kriegt den da erstmal weg.
Goran Pandev in der, fast in der eigenen Hälfte. Knauf, oh, gerade nochmal so den Ball kontrollieren können. Sessa, Knauf hat da jetzt ein bisschen Platz gehabt. Jetzt Knauf. Das könnte ein Last-Minute-Sieg geben. Knauf auf Pandev. Der kann schießen, aber da war der Torhüter Kleven da. Stark pariert. Das war eine große Chance. Hier sehen wir Goran Pandev. Zieht ab. War nicht schlecht platziert, aber Kleven hat sich schön lang gemacht und den Ball hier gehalten. Sessas Ecke jetzt hier. Ah, da Costa, aber das war ein übelst schlechter Kopfball. Das war dann wahrscheinlich auch das Ende hier so, dass es 0-0 natürlich enden wird. Nicht 1-0, 1-0 hätten sie gern gehabt. Eins der beiden Teams, aber es geht 0-0 zu Ende. Bisschen enttäuschend natürlich aus der Sicht von Werder Bremen und ein Fazit kann man definitiv ziehen. Sie sind nicht mehr so torgefährlich wie noch mit einem Niklas Füllkrug. Gar nicht mal so sehr nur davon, was die Abschlüsse angeht, sondern auch vom allgemeinen Spiel her. Niklas Füllkrug war da hinten, war da vorne einfach schon eine Macht. Auch jemand, eine richtige Präsenz, der gut im Spiel mit integriert war. Das fehlt einfach. Also wenn man sich die letzten Spiele anguckt, 0-0, 1-0 gegen Fürth, 2-1 gegen Dresden, 1-0 gegen Holstein Kiel. Also jetzt hat man wirklich seit 1, 2, 3, 4 Spielen hintereinander es nicht geschafft, mehr als ein Tor zu machen. Das ist dann eben schon eine Sache, wo man sagen muss, da sieht man, wie Niklas Füllkrug fehlt. Vor allen Dingen, wenn man auch sieht, dass Werder Bremen die beste Offensive der Liga hat mit 54 Toren. 10 Tore mehr als die zweitbeste Offensive des HSVs. Aber das liegt dann eben auch extrem am 21-Tore-Mann Niklas Füllkrug, der vielleicht sogar trotz Rückrunden aus Torschützenkönig wird. Und das hier auch nicht unverdient. Oder nicht einfach so. Wir können mal kurz gucken. Ja, ich habe mal so ein paar freie Spieler bzw. Leute gesucht, die nur noch ein Jahr Vertrag haben. Ich werde hier jetzt nicht die krassesten Spieler holen, so jemand wie Hummels zum Beispiel, den hole ich natürlich nicht zu uns. Aber ich wollte einfach mal gucken, wen gibt es denn, der vielleicht ausläuft. Zum Beispiel Orsic. Ah gut, der hat nicht noch ein Jahr Vertrag. Leider ist das ja nicht ganz so klar immer, ob die noch eineinhalb oder ein Jahr Vertrag haben. Das ist immer ein bisschen doof bei der Suche. Klaus. Caligiuri. Ah, der wechselt schon zu Southampton, okay. Nego, Norbi schreit gleich. Hol ihn, der Ungar. Finn Bartels, na gut, der wäre eh ein bisschen alt gewesen. Perisic. Antonio Candreva, naja. Fregoli, auch nicht. Dimitri Payet. Ja, Jakob Lorun Larsen ist auch noch mit dabei. Naja, also hier war jetzt irgendwie niemand richtig mit dabei. Wir gucken mal. Was Torhüter angeht, da habe ich auch einfach mal ein bisschen gucken lassen. Randall vielleicht? Nein. Kann doch nicht sein, dass keiner davon irgendwie nur noch ein Jahr Dingens hat. Aber eigentlich habe ich doch danach suchen lassen. Loris Karius. Begovic. Also entweder... Hier, Vertrag läuft in 4 Monaten aus. Ganz ehrlich, Ulreich nochmal so zu holen als Sicherheit, falls Hutter unstabil ist, könnte auch noch was sein, ne? Packe ich mal einfach mal rein. Was daran sagen wir nicht. Weil ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, JB war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, JB war es, der meinte, könnte ein bisschen kritisch werden, ne? Wenn man nur mit Hutter reingeht in die Saison. Aber wenn Ulreich jetzt noch eine gute Wertung hat, also so eine halbwegs gute, dann. Dann könnte man den vielleicht wirklich echt für den Sommer holen als Backup. Also nicht als Stammtorhüter, auf gar keinen Fall. Stamm wird Hutter bleiben, aber als Backup und vielleicht nochmal als bessere Alternative als Cetera. Denn wenn Hutter struggelt, will ich nicht auf Cetera setzen, bin ich ganz ehrlich. Denn der hat auch alles andere als stabil gehalten, wenn er mal spielen durfte in der letzten Saison. Aber wir gehen jetzt rein gegen Paderborn ins zweite Spiel dieser Folge. Gucken wir uns die Aufstellung von Paderborn an mit Hut im Tor im 4-3-3-System. Ich streame übrigens heute NBA 2K22 auf Twitch, das wollte ich auch noch kurz einwerfen. Auf jeden Fall Correra, Yalcin, Anun, Karls in der Abwehr, Thalhammer, Schnallenberg, Melem im Mittelfeld, Pröger, Martinez und Michel im Sturm. Das Ganze hier im 4-3-3-System. Bei Werder Bremen, Hutter im Tor, 5-2-3-System, Leitsch, Vekovic, Ampadu, Da Costa, Günther, Vassiliadis, Sessa, Knauf, Nestorowski, Schmid oder kurz gesagt die gleiche Aufstellung wie noch im letzten Spiel gegen Aue. Das Spiel hat hier begonnen in der Benteler Arena. Vassiliadis hier, Leitsch, Romano Schmid. Leitsch läuft und der ist verdammt schnell. Leitsch, oh, den hat er sich zu weit vorgelegt. Den hat er sich zu weit vorgelegt. Das hätte echt gefährlich sein können.
Pröger, aber da ist Günther mit seinem Körper ganz easy dazwischen, aber Prögers Einsatz war super. Muss man ihn lassen. Der Pass ist nicht schlecht. Der Pass war nicht schlecht, muss man auch sagen. Hutter ein bisschen hier. Ja, Vassiliadis mit der Hacke auf Leitsch weitergegeben. Stark gemacht. Nestorowski, Romano Schmid auf Leitsch. Und Knauf hatte da viel Platz, den hat Leitsch gesehen und der Ball ist nicht drin. Also die Vorstöße von Leitsch geben uns so viel mehr Gefahr. Und wie Knauf den nicht machen kann, wow. Monsterchance gewesen. Oh, der Pass war super. Der hier auch nicht schlecht. Und der ist drüber. Martinez bringt den Ball auch nicht aufs Tor. Eine riesige Chance. Hier sehen wir es nochmal. Es war sowieso abseits. Okay, dann können sie fast schon froh sein, dass der nicht drin war. Sonst hätten sie sich geärgert, dass es aberkannt worden ist. Weil er da wenig Optionen hatte. Ampadu hier jetzt auf Da Costa. Der lupft ihn da auf Sessa. Kann man mal so machen. Da Costa hier auf Vassiliadis. Der Pass war nicht optimal. Den spielt er rüber und so verlierst du halt den Ball mitten im Angriff, ne? Da war so viel mehr drin. Und jetzt hier vielleicht... Ne, Werder Bremen wieder da. Paderborn konnte auch nichts draus machen. Jetzt hier Knauf mit einer guten Ballkontrolle, dann doch ein bisschen unsauber. Sessa. Schön, wie Sessa das macht. Wie er da einfach die Kontrolle des Balles behält. Sessa. Vassiliadis. Sessa. Sessa wollte einfach mal abziehen, aber der wird abgefälscht. Ja, beide Teams kommen nicht gerade zu den gefährlichsten Chancen. Knauf schön mit der Hacke den weitergegeben. Jetzt Vassiliadis und der Ball in die Schnittstelle. Nestorowski hier jetzt auf Romano Schmid. War es abseits das Wort angezeigt, aber nein. Und der Ball ist daneben. Der Ball ist daneben. Romano Schmid mit einer großen Chance. Warum nimmst du den auch mit links, um ehrlich zu sein? Dann versuche ich ihn doch in die Ecke zu schlenzen mit der rechten, aber nun gut. Kurz gespielt. Platte hier gespielt auf Pröger. Prüger hat das nicht schlecht gemacht. Platte. Oh, der Pass ins Zentrum. Hutter hält den. Hutter hat den gehalten. Knauf, jetzt kann Werder vielleicht kontern. Aber Vassiliadis, warum ist der denn so langsam? Was war denn mit dem gerade? Der hat komplett geschlafen. Dadurch ist hier jetzt eben Paderborn wieder dran. War das abseits? Ja. Leitsch, Vassiliadis, der hier gleich gepresst wird. Günther hat da mal ein bisschen Platz. Schmid läuft auch. Das könnte gefährlich werden. Romano Schmid. Aber so nicht. Was ist los bei Werder Bremen? Deren Angriffe gehen immer ins Leere, aber jetzt sind sie nochmal im Ballbesitz. Vassiliadis. Sessa. Nein, Sessa so nicht. So nicht, Sessa. Und jetzt hier die große Chance für Paderborn. Das ist ein gefährlicher Lauf jetzt hier. Wenn sie den Ball gut weiterspielen, das machen sie, das machen sie. Aber Hutter war da. Wichtig, dass Hutter da dazwischen war. Oh, der Ball war nicht gut geklärt. Der Ball war alles andere als gut geklärt. Jetzt haben sie hier die Chance, vielleicht sogar zum Abschluss zu kommen. Martinez, Veljkovic dazwischen. Vassiliadis spielt den da rüber auf Romano Schmid. Goran Pandev und jetzt hier vielleicht der große Konter von Werder Bremen, Romano Schmid. Nankishi läuft mit. Die Flanke soll da auch hin, aber der Ball kommt da nicht an. Vassiliadis mit dem Kopf. Mbom. Vassiliadis hier auf Pandev, der da nicht rankommt. Doch, jetzt Romano Schmid, aber gut. Ah, Werder Bremen, heute zu wenig gute Abschlüsse, muss man einfach sagen. Jetzt Sessa hier bei der Ecke. Oh, die war nicht perfekt. Günther, Ampadu gegen die Latte. Das gibt's nicht. Was eine Aktion von Ampadu, den hat er auch nicht so krass getroffen. Warum auch immer geht der Torhüter da auf, nach unten. Und dann auf die Latte. Und ich glaube, der ist nochmal an die Latte gegangen, ne? Ja, das hat man jetzt nicht gesehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut schlägt den Ball weg. Ah, das Spiel ist leider rum. 0-0. Zweimal 0-0. Gab es das schon mal in dieser Karriere, dass ich zwei Spiele hintereinander 0-0 gespielt habe?
Ich muss aber auch echt sagen, wir waren nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Ihr seht es ja auch, ne? 2-6 Schüsse. Also das war jetzt wirklich kein Highlight-Game. Also wenn man sich auch die, ne, nicht erwähnt, sondern Schussfallen anguckt. Also aufs Tor ging von beiden Teams nur ein Schüsschen. Ein Schüsschen ging nur aufs Tor, Leute. Das ist der Wahnsinn, ne? Auch hier Ballbesitz hatten wir teilweise viel mehr. Dann hatten sie wieder Phasen, wo sie mehr hatten. Ja, kein so geiles Spiel, wenn man ehrlich ist. Wir müssen wirklich vom Glück reden, dass wir eine Hinrunde so rasiert hatten. Also, dass wir unsere riesige Phase hatten, gerade wo Füllkrug alles und jeden zerschossen hat. Aber wenn wir jetzt auch noch mal kurz vorgehen. Guck mal, er ist aus Frankreich abgereist, okay. Wenn wir da mal jetzt kurz in die Tabelle gehen. Es wird wieder ein Ticken enger, ne? Also wir haben noch 7 Spieltage vor uns. Hamburg zu kriegen wird wahrscheinlich nichts mit der aktuellen Leistung. Kiel ist nur noch 6 Punkte hinter uns. Ich sag mal so, Relegation ist fast safe. Ne? 9 Punkte, dass wir die jetzt nochmal verlieren auf Regensburg. Da muss noch viel, viel passieren. Und das sind 7 Spielen. Aber die Relegation wird gefährlich, weil das sind nur 6 Punkte. Das sind nur 6 Punkte. Ich glaube, auch gegen Regensburg müssen wir auch nochmal spielen, ne? Wobei, ja, nächstes Spiel ist sogar gegen Regensburg und wir müssen auch noch gegen Nürnberg spielen. Also auch so sicher ist das gar nicht, dass wir einfach mal ja ganz safe es einfach schaffen. Wir gucken auch mal gleich Sven Ulreich, wie gut der noch ist. 75. Die Frage ist halt, bleibt er bei einer 75, wenn ich ihn hole? Aber Sven Ulreich, das wäre schon mal so ein kleines Upgrade eigentlich für den Sommer, ne? Was sagt ihr? Ich meine, ich will jetzt wirklich nicht viel Cash für ihn bezahlen, ne? Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich will schon einen ablösefreien Keeper. Die anderen sind halt nicht verfügbar. Und ich will jetzt kein Geld zahlen für einen Keeper, der eigentlich nur Backup sein soll. Wie findet ihr Sven Ulreich? Ich finde die Idee eigentlich ganz nice, aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten meldet sich euer Loschfies erst ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielleicht seid ihr ja mit dabei nachher beim Stream und bye bye.